Este programa es presentado por Inverfin. Hallo Freunde, das ist hier Tim Terra und Mate, wie er sei sei, und ich sehe Jerry Rema, ich sehe von dir noch war für Walter eingesprungen, Walter Niefeld, ich habe Gesundheitsschwierigkeiten und so wieder hier in Farm bitte. Also von dir habe ich hier Tim Terra und Mate uns Bettina Niefeld eingeladen. Bettina, willkommen. Ja, guten Tag, hola Tim, was hast du genannt? Das ist ja, Tim Oben, was hat dich gestrahlt. Ja, ich sehe Bettina Niefeld. Ich bin 22 Jahre alt. Ich bin Loma Plata. Meine Eltern sind Andreas und Rita Niefeld. Okay. Ich wohne 3 Jahre in Asunción. Ja. Was bringt dich in Asunción? Ich bin im 3. Jahr in Psychopädagogie. Okay. Und ja. Das war ich nicht. Ja, Bettina, merkt ein Messiens und sollst mal 10 Jahre lassen sein. Du machst mich von der Moja war hier, ein ganz interessanter Time, also bleib to be. Wir gehen einmal von der Karte pausen und sind Fuß weiter durch. Encontrás motos, electrodomésticos, muebles, bicicletas y mucho más. Más de 120 sucursales en todo el país. Visítanos o llámanos al 021-288-3000. Inverfin. Fácil, rápido, cerca. Record Electric te ofrece soluciones de vanguardia en el tratamiento de aire comprimido. Compresores a pistón y a tornillo de la marca Atlas Copco duran más y te acompañan por mucho tiempo en el trabajo. Record Electric, soluciones electromecánicas integrales. Te esperamos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción. Mueblería Paraíso, para construir y amueblar la casa de punta a punta. Muebles rústicos y finos para la cocina, el comedor, para la oficina y la habitación, para la sala y para el campo. Cepos, balancines, maderas para corral, construcción de casas prefabricadas de madera e isopanel, como también puertas, ventanas y cielo raso. Mueblería Paraíso, fabrica y vende en Loma Plata, sobre Avenida Central. Jo, hier sind wir weiter zum Terra und Mate und von der mit Bettina Niefeld. Bettina, du sitzt, du wirst 3 Jahre Trainer aus dem Sion getragen, zu studieren du. Und kannst du uns ein bisschen mehr darüber vertellen, was dort vom Studium ist und hast du noch eine Arbeit bezieht? Ja, Psychopädagogie ist hauptsächlich Kinder, aber auch alle Altersstufen, was dort sehr hilft. Wir helfen denen, das Alltagsleben leichter zu merken. Und dass sie auch besser lernen können. Und ja, ich arbeite als Lehrerin in Kindermädchen. Und ja, ich bin von der Konkurrenzgemeinde. Da bin ich nur Mitglied seit 2 Jahren. Oh, okay. So, ja, geht. Du hast einen Missionsansatz mit Kinder. Für wo ist das? Was ist das für dein Zuhörer? Ja, ich sie bin Corazon Feliz, das okay. Ist von der Konkurrenzgemeinde aus. Das ist in Tavlada. Tavlada ist, ich bin kompetitiv Charterteacher. Okay. Und ja, wie vorher einmal jeder sind und haben. Und ja, das wollte ich dann einmal deine. Okay, wer sieht das aus? Was du eigentlich tun mit dich? Tavlada ist Säuerarm. Und ja, wir haben
jeder Sendung traf ich uns zum Morgens. Uh-huh. Und dann komme ich alle Typ im Megahaus, das ist dem Haus von der Jörg. Da sind wir dann Typ, dann organisieren wir alles, dann an die Sache Typ packen, uh-huh. Bete euer und dann jeder wird so eingedeutet, was der Nummer tun. Uh-huh. Und dann fahren wir daheim. Wir waren bei zwei Jahren ungefähr, wie eine Feldballkante ab dem Sand. Okay. Nun habe ich Gott sei Dank beim Club Meiter, da habe ich dann einen Teamlabor in Samenflug, wo ich dann Peter arbeiten kann mit dem Kenya-Tipp. Okay. Und von da an, wo wir dann da haben, wir haben dann ein Team, das organisiert, die Kenya-Hologone von Tüß. Okay. Und dann auch so eine, wo die wohnen sind. Mhm. Und dann kommen wir da drei durch, haben wir Spiele, die sind mit Spiel, dich, Mole, Völkbar, was immer so sein Welle. Wir haben dann so bei Tieren Studierende von Spiel, ich wollte dann Spiele kennen. Mhm. Und dann spielen sie so eine Stunde, einen Hof ungefähr. Mhm. Und von dort dann wieder alles abriemen sie. Und dann habe ich Dance mit ihr, singen, wo die Säure gleiche. Das ist immer Säure-Lied, ja. Das geht in Sauerschein. Von dort, da wir dann, wenn wir das erst vor dich haben, dann da wir dann in Altersgruppen andeulen. Okay. Und dadurch kriegen wir dann Bibel in ihr Reich. Uh-huh. Und dann lieben wir dann von Gott und lieben wir dann beten. Uh-huh. Ja, und von dort da wir dann kriegen wir noch einen Toddy in die Küche. Uh-huh. Zum Eten zu mitnehmen. Uh-huh. Und dann, das Team, das ihn geholt hat, das bringt ihn weiter in das Haus. Okay. Und von dort fahren wir dann weiter in das Megahaus. Dann uns war alle Tipps hatten und so eine, was gut gerannt ist, was uh-huh. nicht so gut gerannt ist. Und beten noch zum Schluss und dann geht jeder hin, wo er dann hin muss. Aha. Und das passiert immer um Weg nehmen oder an welchen Tag in der Weg? Das ist jeder Sinn und Vermittag. Okay, den ganzen Vermittag immer? Ja, das ist von Klag 8 bis Klag 12 ungefähr. Aha, aha. Was wir denn? Wie finden diese Kinder eigentlich? Wo holt ihr die her? Na, dort wir müssen aus der Überschwemmung tät wir. Da wird alle in den Parks getrocknet, die Familie ist alle. Mhm. Und da wird dann dicht beim Burikao-Park, das ist aber Venezuela. Mhm. Von dort, wie wir dann, wir dann eine Gruppe von Melitengemeinden, mhm. Melitenbrüdergemeinden, wo dann hingehen, Ethikirke verdient und spielen okay. mit den Kenya. Ja. Und also dann war gleich wie mit der Überschwemmung, aus dem Fluss, dann war raufgegangen wir dann. Dann wieder so, nee, wir werden die Kenya nicht das dort lassen, wir wollen dahin gehen, wo die wohnen. Mhm. Und dann haben die dann wieder dann dahin gefahren, so wo die gewohnt haben. Dann hat er dann angefangen, aha. Mit den Kindern zu spielen. Erstmal, ja, so eine, wie wieder Dänisch hat mit den Kindern spielen, so eine Familie ist. Mhm. Und dann wird er dann einmal wieder, und dann, ja, hat Gott das einfach gelebt, und jetzt habe ich auch Feuerjahr in der Blase. Wir haben, mich arbeite nicht bloß mit den Kindern, wir haben auch eine Hüsgemeinde, das ist eine Gruppe extra. Die geht dann so zu Hüst zu Hüst und lebt mit der Familie, mit den Eltern. Und da haben dann eine Hüstgemeinde, das ist eine Bibel damals. Okay. Die setzte dann einfach irgendwo in ihrem Baum oder auf ein Gas oder weiß nicht. Aha. Und dann haben die da eine Bibel studiert. Okay, so ja geht. Und die Eltern, die war eine Stunde das nicht, die Leute hier in Eritrea mit fahren? Am Anfang nicht. Das aha. ist nicht Dollar hier, wenn sie uns und Dollar kennen. Wir haben jede Chalecos okay. mit unserem Corazon Feliz Bau, das mhm. Logo, und hängen ein Farsch. Mhm. Und dann wollte ich dort einmal, die mit einem Chaleco, dann wollte ich auch einmal, dass wir mit denen spielen. Mhm. Das wird sehr schwierig, dass wir viele Kinder kommen. Mhm. Aber nicht. Das gibt noch Ältere, die das nicht lassen. Aha. Aber wie sage ich dann einmal, kommt doch mit dem Kind und dann mhm. kommen sie dann mit dem Kind und dann kommen die Kinder auch allein noch her. Aha. Wahrscheinlich sind da noch mehr Gemeinden, was du sich daran bedeutet? Nein, im Moment nicht. Das ist bloß eine Gemeinde, die uns okay. in der Stadt. Die haben wir in der Stadt. Mhm. Okay. Und die haben sich dann auch diese Hausgemeinde, oder diese Hauskreise, oder Baumkreise, wir wohnen ja ja, sehr gut. Ja, wir haben ein Team, so für die Kenya und für die
wie es gemeint ist. Ja. Oder wenn gemeint ist, wird immer hier sein, weil würde dann organisiert worden und so unterstützt uns damit. Aha. Und das ist ja eigentlich auch der rechte Gemeinde, ja? Klar. Gemeinde ist ja nicht das schmacke Gebiet haben, wo wir einmal die Weg tipp kommen, denn, sondern wenn wir als Glaubende tipp trafen deine und über Wort Gottes reden deine, wo wir mitteilen können miteinander. Ja. Das wird hier ganz interessant. Also wir möchten hier ein bisschen schreien. Ne, fangt mein Mathe, der mir noch nicht ganz rein merken, mein Holz. Möchte hier ein bisschen mehr weiter, Eva, kann ich wieder da kurz setzen, wie viele Tiere da kommen selber, weil einmal für eine Karte Pause, und dann sehr wie früh, zwei da. Encontrás motos, electrodomésticos, muebles, bicicletas y mucho más. Más de 120 sucursales en todo el país. Visítanos o llámanos al 021-288-3000. Inverfin, fácil, rápido, cerca. Donde hay energía, están los grupos generadores RESA de Record Electric para su hogar, negocio o industria. Garantía y respaldo técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Record Electric te facilita el trabajo. Soluciones electromecánicas integrales. Le esperamos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción. Vamos en un híbrido autorrecargable que genera su propia energía infinita. Vamos en un híbrido autorrecargable que genera su propia energía infinita. Vamos en un híbrido autorrecargable que genera su propia energía infinita. Vamos en un híbrido autorrecargable. Híbridos autorrecargables Toyota. Energía infinita, posibilidades infinitas. Jo, hier sind wir wieder beim Terrain Mathe, von der mit einem sehr schönen Mathe hier bei RSI. Und ein ganz interessantes Thema, wo wir uns von der auch ein Hörchen war den Deins von Bettina mit Bettina bei Corazon Feliz. Wir waren damit wieder gegangen, aber hier schon mal noch eine Nachricht von Beko. Also Beko, das ist eine europäische Marke. Was Haushaltsgeräte machen, das von höchster Technologie in alle ihre Produkte präsentiert ist. Und das ist die beste Lösung, was ihr für ihren Heim gerne habt. Also Beko, das fängt ihr bei Inverfin. Du kannst ihr Beko fängen. So, ihr geht Bettina, hier sind wir dann wieder. Drei beim Timer. Und, interessant, erstmal, das ist sehr das Konzept der Bibel, sagt uns, wie sie alle rückkommen. Und Menschen, die Leute von Jesus Christus wissen. Ja? Und ganz besonders auch die Kinder. Jesus sagt, die Leute Kinder nur mitkommen. Ja? Mhm. Das sind sehr wichtige Dinge, was die hier tun. Und vertell uns mal ein bisschen, wie viel Dinge das eigentlich? Was für ein Arbeitsteam haben wir? Wir haben ein Team, das sind von den Leitern, das sind SAS. Mhm. Alles toll. Okay. Und Freiwillige sind zwischen 20 und 25, nicht einmal. Aber das hat immer gegeben, dass es 5 Freiwillige wären. Okay. Aber selbst in Kenia haben wir zwischen 120 und 130. Hi, ja. Das je noch Sinn und so. Mhm. Aber meist einmal sind das ja, zwischen 120 und 130 Kenia, was wir dann haben. Okay, okay. No, und dann steigen diese Federn frei und dann gehen wir für alle frei, weil ihr halt, was ihr das will. Ja. Das kann ich mir feststellen. Das eine Menge von Kenia, das macht auch ein Schäfchen Arbeit sein. Ja? Klar. Ein Schäfchen Absicht haben, so was daher untergehen. Und wie bist du eigentlich da gekommen mit seinen Kenia zu arbeiten? Als ich aus dem Zünger trage, habe ich gebetet, dass Gott mir was gibt, was ich am Donner kann. Aha. Und ich lebe Kenia. Das ist für mich einfach ein Geschenk von Gott. Mhm. Das soll ich auch zu Start. Mhm. Und habe mich einmal eine Freundin von angeredet, als ich da mal helfen will, dass ich die Brücke
so ja viel freiwillig, dass wir brauchen wirklich viel. Dann sag ich, ja, ich wollte mal prüfen. Und beim Prüfen, also dann hier bleiben, ich wir dann nur sich auch drei Jahre. Und dank diesen Freunden, sie ich dann durch Hanje kommen und noch dank Gott, was so gescheit hat, dass ich durch deine komme und ja, korrekt. Okay, und setzt ihr das dann aus einem Räub, was der Hardy Gift hat? Damals war das bloß so, dass ich was deine komme, aber nie ist es für mich ein Räub. Mit Kenia zu arbeiten. Und besonders mit Kenia, mit Ome Kenia. Ich stelle vor, manchmal ist es manchmal das schwierig, einen Räub zu finden. Ja? Was eigentlich der Räub ist, was eigentlich Gott von dir muss haben. Und was ich immer sage, wenn ich weiß, wo anzufangen, oder was denn oder was in Räub ist, dann einfach mit irgendwas was anfangen. Ja? Okay. Irgendwas, wo die mal nennen, Leute, ich habe persönlich auch mit Kenia gearbeitet. Ich habe in unserer Hilfsgemeinde in Kanada. Als ich durch den Anfang zu zweit gegangen bin, ich wusste meist nicht, wo ich mich anstellen soll, wusste ich wirklich, was ist nun mein, ich hatte ein bisschen Idee, was mein Räub wird, aber nicht, wusste nicht, wo anzufangen. Ja? Und einen Tag dann kam eine Person ab, und mich fragte, ich würde mal mit der Kenia helfen. Und ich sagte, Kenia, nicht. Ich bin dann ein 20-jähriger junger Mann, ein Jugendlicher. Und ich dachte mir so, na, können wir mal prüfen. Ja? Und Menschen haben mir dann schon gegangen. Das erste Zeit, das wird man nicht, nur fremdet. Ja? Und sagt mir nicht wirklich, so, so ja, Martina, du, aber meine Zeit läuft, Giovanni, eine Läufe dort. Und dann fängt man an, schon zu gehen. Ja? So, ich weiß nicht, hast du da mit denen nicht deine Erfahrung gewusst hast? Gleich kenne ich alle, als ich da jung war. Okay. Und ich wusste ungefähr, dass das mein Rap wie mit Kenia arbeiten. Und ich war so einfach, naja, wo fange ich nun an? Dann habe ich die Gott gesagt, na, das wollte ich schon jetzt. Du mit Kostümie auch deine. Dann habe ich gesagt, na, okay, dann war mit Kenia arbeiten. Und noch später waren dort auch mit Kenia sein. Und so hat Gott mich dann dort gewesen. Und so sehe ich dann auch. Woran sagst du noch später, wenn du auch mit Kenia? Wenn es die Brücke so viel an sich hat. So viel haben die nicht das Geld, um wieder zu kommen, die Brücke dort. Und ja, das ist einfach ein Raum von Gott, dass ich das tue. Und ich soll wie die Kenia wirklich dankbar sein für das, was einer dort verändert. Als waren sie, die dort nicht richtig kennen. Wenn sie gleich zu seinem Arm sind. Und der Frieden, der Leute sind, wo dort die Jäger dafür, das kann man mit noch schwer legen. Jesus, ich meine, wie ein Schwimm anlöde, der nicht ein Fast, sag ich mal, wie ein Fastrei merke, der ein Mensch anlöde, weil er dann selber die anlöde, weil er es nicht richtig kennen. Und ich habe auch darüber neu gedacht, was wir da wirklich anwenden, denn in unserem Leben. Ja, jetzt mal wie damals in Rechen, als Salo, Reutmerke, Däne, ja, und unseren Terrain, unseren Mathe, du, Reutmerke, was immer. Es ist nur bei diesem Titel, ich war Mathe von der, was war ein Bemachel, ja, geworden. Ja, aber am liebsten, Leute, wir sehen nicht unsere Freunde an, ja, die präsentieren, was dich Baby ansehnt, und was uns dann war, dass ich eine Trägebe von dem, was wir, weil, wisst ihr, wie zu schuld sein, aber nicht bis einfach mal den Massado stahlen, ich möchte hier auch nochmal, was irgendwo eingelöst sein, und Jesus hat aber gekriegt, der hat angedreht, er sagt, Leute nicht euch an, was ihr war, eine Trägebe war. Jetzt dann habe ich eine Beleidigung gekriegt, er sagt, Leute euch an, was ihr nicht gerne Trägebe, weil es, dann wird den himmlischen Vater eine Belohnung geben. Ja? Und so dort, ich glaube, das ist eine Sache, wo wir alle gerne von lernen. Und das ist definitiv ein Weg, wenn man dort zum Ausdruck bringen wird. Ja? Und hat dir diese Arbeit schön, Leute, das? Ja, das geht mir irgendwie so schön. Ich die Lehrerin bin ich hänge. Ich bin ja recht in der Bibelgeschichte. Das sei ja schon, wenn es für die Realität, die sie haben, ist für uns nicht vorstellbar. Das können wir uns gut vorstellen. Ja. Weil es, was für uns schrecklich ist, ist für die vielleicht ganz normal. Und dort sein und du noch die biblische Geschichte zu verteilen, das soll auch unwahrscheinlich sein, nur ihre Situationen. Das
das wäre eine Herausforderung. Mhm. Das ist nicht einfach. Aber ja. mit Gottes Hilfe, ich habe dort eine. Den Kreis, das ist Jesaja. Wie Mathe, wo deine, ohne wo du erwartest. Mhm. Wie Mathe einfach läuft und für Gott deine. Mhm. Wenn er wird uns belohnen, dass er selbst erlebt, dass er das Wort. Mhm. Und wie Mathe bist vertrauen und einfach du deine verarmen, und dann werde ich deine. Ja? Das hat das auch. Er wird das auch, wenn er verspreitet und er hält sich ein Versprechnis. Das ist das. Ja. Glaube oder nicht. Mhm. Und ja, die zuständig hat. Nie wehe, seht ihr, weil ich gesagt habe, die schwolle Wehe, wo wir dann gehen. Und ich ging dann die Pole aller Typ. Ja, das einmal organisieren, welche Hand war ich und wer nicht und wo die Kinder wohnen. So. Aber das war echt schwierig, dort man dort ab. Weil ich so, dass ich dort auch ein Haus bringen kann, wenn ich es nicht kennt. Kommen eine ganze Familie raden. Und dort ist vielkommen passiert. So, wenn wir die Kinder richtig und rechte, in der Realität noch, dann kann eine ganze Familie geraten werden. Wow, das ist ein ganz interessanter Gedanke. Und ich will ganz mit eine Stunde, wir haben dort, wie haben sie am Ende auch sehr vielkommen gesehen, wie kriegt hier, wo ich auch mit den Kindern mithalte, dann haben sie am Ende dort, wie über diesen Kindern wurde, und wegen ihnen kommen Leute. Und du hast so viele Zeugnisse hier. Von Älteren, die hier dann von dem schönen Kinderprogramm und so. Und sie denken sich so, naja, sie möchten etwas Besseres für die Kinder haben. Ja. Und so, was sie dann tun, ist, sie bringen die Kinder in die Kirche, um dann nicht noch extra ein Haus zu fahren für die eine Stunde, dann mehr so zwei oder drei zu kommen, dann blieben sie dann so im Gottesdienst manchmal. Ja. Und du wirst, du sind, erfahren sie selbst Gottes Leben, und wir erleben Jesus selber. Ein anderes Zeugnis, was ich hier habe, ist, wo die Älteren die Kinder ein bisschen mal durchleiten. Und sie wollen eigentlich nichts nicht von der Kirche nicht weiter, aber sie wollen, dass er die Kinder was Gott lehren sollte. Und sie leiten die Kinder durch und holen den Herrn weiter auf. Aber den Unterscheid, was den Herrn in die Kinder sah, das beeindruckt er uns so und sagt, hier ist irgendwas, wo ich auch brauche. Ja? Jetzt mein Kind, das fängt man immer an, die Schere zu sein als ich. Oder mein Kind, das fängt man immer an, für mich zu beten. Ja? Und fängt dann ein Beispiel zu sein für mich. Und so, du denkst dann auch betieren dein. Und so, das kriegt man reich ihre Multihirre. Wir wollen noch einmal für eine kurze Pause gehen, aber dann gehe ich kurz wieder über den Timer und möchte mir jetzt hier ein spezifisches Wort, die abgeben, du sagst ein Wort, wird das dein Leben richtig gemerkt haben, berichtet haben. Ja, also bleib dabei, wir gehen für eine kurze Pause sein, für zwei dadurch. Encontrás motos, electrodomésticos, muebles, bicicletas y mucho más. Más de 120 sucursales en todo el país. Visítanos o llámanos al 021-288-3000. Inverfin. Fácil, rápido, cerca. Que la tecnología se adapte a tus necesidades. Record Electric te ofrece los sistemas de automatización y accionamiento WEC, ideales para aumentar su producción en la industria y para la seguridad en sus instalaciones del hogar. Record Electric te facilita el trabajo. Soluciones electromecánicas integrales. Le inspiramos en nuestra sucursal de Filadelfia o en nuestra casa central de Asunción. Jo, hier merken wir wieder mit Therese Mate von der anscheinend Mate, was wir hier drinnen haben, mit Bettina Niefeld von Asunción. Sie vertelt uns von ihrer Arbeit mit den Kindern. Und, Bettina, was genau ist deine Abgabe mit den Kindern? Sie lehren mit den Kindern, ich unterrichte die Bibelgeschichte. Und beide, wenn man eine Beziehung, eine feste Beziehung, eine wahre Beziehung mit Gott haben kann, und ich sehe auch zuständig, Kinder zu sehen, so eine, wo die Kinder wohnen, nie Gossies sehen, wo die dann haben,
in Kontakt mit der anderen Hand, dass das Vertrauen haben, zu uns, dass wir wirklich Gott gönnen für die anderen. Wenn ich so sage, schwierig, dass die Vertrauen haben, die. Aber wenn man die Hände mit der Ohren sieht, wenn ich dann irgendwann ankomme, wollte der Ohren, dass das Gott ist. Und ja, kreit. Das ist meine Arbeit. Und ich sehe auch freiwillig, ich habe auch wie alle anderen Sachen mit Wörtern habe. Das ist ganz freiwillig, diese Arbeit. Das ist ganz freiwillig von mir. Ja. Und ich stelle mir so vor, dass dann nicht mehr bloß sind und kriege die Stunde, die jemand in den Tipp arbeitet, das brückt dann noch alle Hand Zeit zum Vorbereiten für so. Nicht? Ja, eine Welt muss man sich auch Zeit nehmen dafür. Sehr viel beten, auch fasten dann und warm, dass man wirklich weiß, was will ich erreichen, was will ich lernen. Und auch kreuz ist also die Geschichte seht ihr. Und das so unwahrscheinlich, dass soll das auch unwahrscheinlich kennen in eurem Leben. Wenn ich sage, soll halt ganz andere Situationen als ich. Und wir sollen das lernen kennen. Ja, auch die Sicht. Ich muss auch ganz meine Sicht ändern. Wenn ich so wenig das selbst, das war nicht das für mich wird, was ich dort verehrt wird. Also man macht sich endlich wirklich in der Schöne Leute, ja? Klar. Der Situation und dann Leute, die Idee ist. Wenn man dort wirklich was gönnt, dann macht man dort wirklich in der Schöne stehen. Ja. Wow. Also das ist ein gerettet Opfer. Ich weiß, manche schien das auch schwierig, wenn sie jeder weggehen, irgendwas wurde nicht heute. Ja? Dann machte sie auch oft gewechselt. Weil das habe ich ehrlich, ja, wir möchten uns nicht zu Druck merken. Nicht? Vielleicht wird ich mehr helfen, vielleicht alle andere Wege ein bisschen. Ja. Und so, hier ist es nicht mehr blissen, erstens mal, wie viele Stunden ist es dann an der Sinn? Meistens Feuer im Hof, was wir im Blut haben. Und dann sind wir hier sehen und wollen wir schon sagen, wir gleich auch schlupen, weil ich schon eine ganze Weg bei der Schule und Arbeit und so. Aber dort Opfer, das da habe ich auch sehr viel Sehen gebracht. Ja, wow. Wie tätig machst du eine Abstunde? Ja, meist einmal Klock 7. Ja, je nachdem. Ja. Da ich bitte durchsehen und organisieren kann. Oh, und dann Feierstunde. Ich meine, wenn wir eine Stunde Gottesdienst hier sind, dann fangen wir uns bitte morgen zu jätten. Ja, dann ist vor. Nee, so stell dir um die Wahl. Ja, klar. Nee, hier sind die Feierstunde, aber ungefähr durch sind mit dich. Okay. Ja. Und dann halt den Zeit, wo das brückt in Fashion Reiten merken cool. Dafür. Ja. Wie hat das, diese Erfahrung, diese Abgabe, wie hat das dein Leben bereichert? Erstens muss man sagen, ich muss lernen, dankbar zu sein, was Gott mir gegeben hat. Wegen seiner Wille, sein Leben und dieser von Halt, ganz einfach mit Halt, wo der Wind alle Wehen dich bekommt. Und seine Weise leben, wirklich dankbar zu sein und zufrieden sein, was ich habe. Nicht unbedingt meine Welle, sondern mit dem, was ich habe, zu leben und lernen, damit zu leben. Und was wir auch gelernt haben, ist, geben, ohne was zu erwarten. Die ganze Hand geben und darauf ganz fest vertrauen, dass Gott all Wort zurückgeben. Das ist bedingungslose Leben, ja? Und bedingungslos leben. Ja. Wenn es dich hängt, das ist die einzige Umarmung, die ich kriege von uns Freiwilligen. Der einzige Mutzuspruch, den ich habe, in der Welt. Und wenn man das so sieht, dann auch mit Gottes Seine in Leuven, in Horn, das Jesus hat, das muss ich wirklich lernen, weil ich das bin nicht einfach. Und mich auch ganz hingeben und sagen, okay, ich will von der Sicht hängen, nur schreie dafür. So, ich muss das lernen und so geben mir ihre Leute. Und der alle geben mir ihre Vertrauen auf die Kinder, dass ich wirklich will mit denen arbeiten und nicht ohne Anstand mit denen. Dass das wirklich was Gutes ist, was wir denen mit denen. Und ja, Gott hat mich so sehr belohnt. Vielleicht in der Zimmer darf ich Gott sei Dank nach Guatemala fliegen. Okay. Wie eine Morgenaktion Guatemala halbe. Das ist ähnlich als Corazon Feliz, bloß mit Kenia dort. Und dort ist, damit hat Gott mich auch belohnt. Und mit so vielen Segnungen, dass einfach so erfindet der eine, wie hat er einen Schüler, dass wir gleich das gesagt, der Ältere hat bis am Bus angebracht. Und ich sage, Gott, du kannst hier spielen, ich brauche die Tüße nicht. Das ist meist einmal so, wie ich hänge. Und dann
Wir so, okay, dann lud am hier, wir waren mal am Spiel und dann bring mich am Bahnhof. Ja, ich habe ein Problem. Und dann, wir lehren dich hier beten. Und ein Tag bet heute in seinem Zimmer, ob ich neues, fällt sie im Bad. Der macht ihm nennen und sitzt dort. Und du hast Gott gesagt, kick nur den Sehen. Mhm. Und da ich den Sehen, weil wir am Bede gelehrt hatten, der Bibelgeschichte, hat die ganze Familie sich bekehrt. Wow. Der hat sich verkauft und mich getauft in der Costa Nera im Fluss. Wow. Und seine Onkel und Tante haben sich auch bekehrt und getauft. Bloß wegen dem Einchen, so hat uns in die Hand gebracht, so spät mit dem Eichbrück dem Tisch, nun nicht. Aha. So dann käme mit dem Kind weiter. So, so wow. Wie dort. Ja. Und wie Gott durch Einchen in ein Gebet mit dem Mann sah, die ganze Familie verändert hat. Wow. Dort ist irgendwie die Motivation, wieder dort zu arbeiten. Ja. Vielleicht, du sagst noch mal, Familie ist, wo sich bekehrt haben. Ja. Da ich ehrlich hängen wollte, wie mit einem Gebet haben. Ja, und das haben wir eine Weltbeste nicht. Jung, kann man sagen. 22. 22, ich sage noch ganz jung. Das hast du in kurzen Jahren all erlebt. Und stell dir mal vor, das für das Leben lang zu tun. Wie viele Menschen hätten da nicht an Jesus kommen in dieser Zeit? Ja? Das, wenn man sich da mal nachdenkt, der Mensch, schau mal, hier habe ich ein Kind, einen Eindruck auf das eine Kind gelassen, ich habe ein Kind geraten. Und durch das Kind hat Gott das Evangelium in der ganzen Familie gebracht. Und wir haben aber wirklich nicht mal bloß diese Familie angeredet. Jetzt wollen wir nicht mal in der Zukunft nachdenken. Schau mal, wir haben hier eine Familie, die von du wieder, der Generationen, was ab diesen Generationen, sagt Gott, was sie ihnen sehen in Utschade. Und so, das wird, was ab diesen Generationen nur diese Familie noch einen Eindruck geben, einen Einfluss geben. Ja? Und so, das wäre jetzt noch mal bis ein von den Zeugnissen, noch mal bis ein von den Ereignissen, das eine Kind, das hat auf seine Familie in seine Familie einen Eindruck gebracht. Und diese Familie, die bringt das bestimmt auch noch eine Renoubasch und so weiter. Ja, es ist auch passiert, der Mann, der so begeistert von dem ganzen Evangelium von Jesus und alles, der hat wohl, was ich mir viel davon vertraut. Wow. Und das einfach, das habe ich uns gleich vorstellen. Einchen, wenn so viele Personen sich Jesus kennenlernen bei dich. Ja. Das habe ich gut verstanden. Ja, ganz genau. Und so, wie sollen wir unsere Abgabe vielleicht selbst sagen, das ist doch nicht, es ist nicht wert, so viel den Enterstab. Ja, das ist viel Arbeit. Das ist viel Handgriff. Mhm. Das ist uns selbst von selbst zu sterben und zu deinen und live zu beweisen. Ja? Und aber doch, die Proper sein, wo ich dann richtig haben damit. Und das ist alles, was Gott von uns verlangt. Ja, da wie unseren Teil, unseren Sodkorn und Schade, den wir gekriegt haben. Und dadurch kann Gott einfach praktisch Millionen von Menschen anreden. Ja. Und das geht noch wieder und immer wieder. Und wir sind auch diese Nummer standen. Da ist eine Familie, die nicht beeindruckt sind. Und deren Kinder, die kennen durch nach Jesus kommen. Und deren Kinder, ihre Kinder, und deren Kinder, ihre Kinder. Und das ist einmal ganz kalt ein interessantes Beispiel, was mal ein Studium gemerkt wurde, als Evan Mann von Jonathan Edwards. Jonathan Edwards hat heute in Max Jukes. Da wird zwei Männer, die in 1600 Nachwort leben. Und Jonathan Edwards ist ein sehr bekannter Prediger. Max Jukes wird ein sehr bekannter Politiker. Max Jukes ist ein sehr reicher Mann. Jonathan Edwards wird auch Geld auf, aber ein sehr kraftvoller Mensch Gottes. Also, er lebt die Menschen, er lebt die Gemeinde und er streitet für die Familie. Und die sind mal der Nachkommenschaft neu geworden. Und Jonathan Edwards, der hat, ich habe nicht mal die Dote gewöhnt, aber die Familie stammt, dann sind das sehr viel Unterschied. Der hat Tausende Nachkommen und Durunja sind Reichtas und Vizepräsidenten von der Städte und viele Präsidenten von Huch und seine Universitäten und Militär und so wieder in der Politik, alle wegen von leitenden Führungskräften.
in Wara und andere sieht, den Jux in der Familie, das ist ein ganzes Desaster. Ja. Du wirst meiste Half von der Früh wird zu hören geworden, über der Half von der Männer wird Alkoholiker und so weiter, und eine ganze Menge von denen in Gefängnisse gelandet. Und das ist eine sehr trüge Geschichte, in viel weniger noch kommen. Also das ist ein sehr großer Unterschied, was wir merken, denn wenn wir noch mal ein bisschen unterscheiden, dann eine für sein Leben merken. Mhm. Also, wir haben noch eine ganz interessante Botschaft, eine Mensage für jeden in den letzten Block, also believe to be. Wir gehen einmal von der Karte Pause und Futsal, wie war das du? El Chaco se maneja con el poder de la tecnología de hierros y metalúrgica Friesen, innovando infraestructura agrícola de alto rendimiento, cuchillo flotante 100% efectivo, gama de maquinarias e implementos agrícolas para el trabajo forzado del campo y caminos. La producción demanda efectividad que solo hierros y metalúrgica Friesen lo garantizan. Calle Becker, casi Tres Palmas, Loma Plata. Nuestras mascotas tienen una gama de artículos especiales, así como alimentos balanceados para razas caninas y gatunas. En la línea de talabartería, riendas de todo tipo de monturas, de fino acabado, para el caminar firme, botas y zapatones. Agro Veterinaria Ferriheim está con vos. Avenida Hindenburg, esquina Chaco Boreal, Filadelfia. En la Petropar Carayá de la Cooperativa Ferheim nos esforzamos cada día para brindarte el mejor servicio. Abrimos de lunes a viernes de 5 a 20 horas y sábado de 5 a 14 horas. Aquí puedes encontrar las naftas económicas especial de 91 octanos y Ecoflex, entre otros. También contamos con el autoservice más completo para que lleves las provistas que necesitas. Te esperamos en la Petropar Carayá de la Cooperativa Ferheim en Filadelfia. Jo, hier sind wir bei der Trade, Terra und Mate, BRCC, und haben ein schönes Thema, was wir hier von der mit Bettina Niefeld anreden. Das Thema von Tjenja, Deine, und einfach ans Leben haben wir verdient. Was hat für einen Deupen Eindruck auf dein Leben merken das, aber auch auf die ganze Familie und in der ganzen Gesellschaft, und das breitet sich einfach aus. Ja. Wir merken einen großen Unterschied zu dir. Bettina, ich möchte dich bewundern und auch Begleitwünsche da. Ich weiß nicht, ob ich das richtig hier felicitiere, ja, für deine Arbeit, was du das und dass du so tapfer bist und brav bist, bei diesen jungen Jahren all diese Stadt Hand hier. Ich denke, für auch ein Träger, ich habe Wasser von meinen Jahren, ich habe ungefähr 5 Jahre von meinen Jugendjahren halt mal weichgeschmierte und eine Sucht und in Fahrrad und so weiter, ja, und das wird einfach eine weiche Schmerz nicht. Ich sehe, Gott sei Dank, sehe ich noch in meinen Jugendjahren noch gekommen und habe dann auch angefangen an zu deinen, aber ich sehe sehr viel, dass Menschen die Zeit verpassen können. Und sogar in unserem Metz, Menschen, die, ja klar, ich werde von unserem Metz, ja, aber auch Menschen, die, ich meine, die in der Gemeinde abwassen können, Jugendliche, die in der Gemeinde abwassen können, was nicht wirklich das, was ich sage, eine Leidenschaft gewinnen für Jesus. Was einfach das normale, wo dann vielleicht so sage, normale christliche Mennonite Leben führen das, wie Probe geschätzt sind, tüs, wie hält uns vielleicht weich vom Alkohol und vom Schmiedchen, ja, und wenn wir beten von denen, ist auch nicht so schlimm, nicht, und dann gehen wir so einen Sonntag zu Kirche und bedeuten uns wie die Jugendstunde, ja, und dann sagen wir, geh die Christen, nicht. Aber diese Gedanke, dass ich da mal rübergehen und was andere einfach mal weet zeker, wat kan ik niet werkelijk gaan hier? Dat is met een schwere thema, ja. Wat moest je zeggen, Bettina? Als je erover zag, wat je jugendlichen metmerken te doen? Dat is een schwere entscheidung, die ik ons gaan hier. Oba, dat het ons opkomt. Wie zullen doen in dat evangelium weer brengen? En wie moeten ook zijn, wat God voor ons wil en wie hij dat wil?
Und ich würde sagen, jedem mitmachen. Und dann, ob es ein Jugendlicher sind oder nicht. Wir haben auch viele Wege, wo Familien kommen auch halb. So von der Gemeinde, ältere Leute. Das wirklich wird, das verändert das ganze Leben. Das ganze Leben, wenn es wie einfach so voll von Gott sind, wie wirklich sein. Das ist nicht das täglich, was wie Tischkane, die Jüngsten gehören. Nicht heute. Ja, und dann werde ich auch wieder in so Geschichte sein und so eine Sache. Das wirklich, das wird den Glauben auf der Probe gestellt. Das geht so einfach. Dann mir sitzt über, wo du halt im Glauben überhebst. Sie hat richtig. Und da sieht man dann, mir fehlt wirklich mehr. Und du hast echt gesagt, die Säune, dass das nicht einfach ist. Wenn ich muss auch Säune sagen, wo sie mit dem Leben? Sie hat wirklich nicht Christ oder nicht. Wenn ich das wie so alltags, die Jungs sind gehen auf Arbeit, gehen in die Schule und sind mit Helfen und vor dich. Weil sie ganz handgeben, das ist nicht einfach. Und dann nicht dafür erwarten. Das ist dann viel spannender. Wie jeder will, wenn ich Arbeit habe, je älter vielleicht hier eins von anderen. Ja. Aber mit der Anstellung gohne, das ist nicht einfach. Nein, nein. Ja, das ist unsere gemütliche dritte Stapel. Das ist ein sehr schwerer Punkt, das ist ein schwerer Abgewerster. Ja. Das ist nicht einfach, wenn es. Und die Gemütlichkeit, das geht jetzt einmal schein. Ja. Wir brücken nicht viel denen, aber Gott will haben, wir sollen dort gehen. Ja. Ja. Wir sollen nicht gemütlich sein. Aha. Und das ist nicht einfach, weil es geht ja schon gemütlich sein. Ja, das geht schon gemütlich sein. Das ist recht. Aber interessant ist, dass es noch scheiner angemütlich sein. Klar. Weil man sich schon einmal wehr würde. Ja. Aber letzte Woche habe ich ab ein paar verschiedene Städte, das ist mir interessant, mal selbst gewählt, ein paar verschiedene Städte, wo ich darüber los, dass die neue Generation, die wir haben, also die Generation in Z, die sei, da wird dann nicht Adolescenten sein, ja. Dass die sind nicht so ein Risiko übernehmend. Die sind so ein Lech-Risiko übernehmend. Also unsere Generation meine Generation ist noch ziemlich Risiko übernehmend, meine Eltern wieder noch toller. Ja. Aber das fängt an, besonders mit dieser ganzen Technologie, wir fangen an sehr individualistisch zu werden. Und jeder einer für sich hat, ja, das ist mein kleiner Kranz hier, das ist dein kleiner Kranz, und wir haben vielleicht ein klein bisschen was gehabt, aber nicht zu viel. Ja. Und die meiste Zeit verbringen wir in unser Phone, im Computer und so weiter. Ich lasse die Karts eine Statist von dieser letzten Generation, die verbringen jeden Tag Zeit im YouTube. Und meist der Half, oder wieder sogar mit Eva der Half, von den Leuten, dass sie nicht würde gerne ohne YouTube leben. So schlimm ist das, ja. Und so interessant ist mir das, und die sagen, dass diese Generation, die wollen nicht Risikos angehen. Also wenn du irgends nicht vor für mich du Berner hast, ja, dann mach ich dir, du nicht nennen, nicht umfutter dort, ja. Und dort ist sie hier. Du hast täglich hier vor an. Ich meine, bloß der Arbeit, was die tun, sind du mit diesen Menschen angehen, weil ich meine, du kannst krank sein, du passiert viel Teufelstuhl, ja, du wird viel gestohlen. Es sind vielleicht noch andere Sachen, was du setzt, was dir vorher sind. Wegen zum Beispiel die Kerne, die du all, die sollen ja dir auch groß. Ja. So waren diese täglich viele Sachen da, irgendwo, oben da, was immer. Und der Teufelstuhl kriegt, die nicht. Das ist einfach Bewahrung. Wenn es dich an mit mir schon dich an mit all. Und dort der soll ich mir auch fürchten aber groß. Und wenn dort der mir ja noch stellt und mir freundlich reise, das wirklich ein Wunder. Wenn es so viel Polizei sitzt du daran, und so viel Teufelstuhl, so viel Drogenhandel, das kann man sich gut vorstellen. Ja. Und danach tut zu arbeiten, jeder Sinn, das geht einfach. Aber, aber wenn man auf Gott vertritt, der Wort, wie man das bloß Glaubensschritte nehmen und dann sind solche Fjörken blind. Ja. Wie sollen die nicht wieder, aber wenn wir die nehmen, dann sollen wir das noch her. Ja, und wenn wir uns die erste
Apostel und ich der die erste Jünger von Jesus dort wieder die seine Reiche Präsenz wird das verstandene Risikos Thema nehmen ja die haben ich meine die sind ja alle zuerst letzt Messen und alle angebracht worden für ihren Glauben und sie Frau und die und mir ist sehr wie wählend ans Leben hand zu geben um den nächsten zu deinen das sind ein Risiko anzugehen. An sie die Möglichkeit, an sie zu sagen, ein einfaches Risiko einzugehen, bestohlen zu sein, ausgespart zu sein, ausgelacht zu sein und vielleicht sogar angebracht zu werden. Das ist doch hier in Paraguay. Und Gott macht unsere Worte, Dollar dichter noch antreten in uns sein, uns ganzes Leben, Brücke, um diese Menschen zu sein. Also, Bettina, hast du noch eins Wort, was du noch musst an sie zu Tätig hätte ich mitteilen. Ich würde mitmerken, wirklich Glaubensschritte zu gehen. Auch wenn das sehr schwer ist, auch wenn wir nichts zu verkriegen, auch wenn wir auch die unsere Gemütlichkeit rückgehen müssen. Das ist sehr schwer, aber Gott verspreit und hat Wort belohnt. Wir müssen bloß seine Wahrheit belohnen. Manchmal ist das nicht mit finanziell, manchmal ist es auch mit anderen. Das für mich sonst ist der Kinderlauf, eine Belohnung kriegt. Und kriegt bereit sein, zu gehen, wenn Gott sagt. Und auch zu veranstalten, ich war irgendwann vielleicht für mein Leben eingelacht worden. Da, was mir auch wirklich passiert ist, da verspart hat. Das ist mir dann. Wenn ich weiter, dass ich das vergesse. Und ich sage dann immer, du sparst über Abend, nicht über mich. So sei man dann nachher, du verstehst, nicht ich. Ja. So, du weißt nicht, dann, das ist gar nicht einfach. Ja. Die Gemütlichkeit rückzugehen und einfach zu deinen, ohne was zu erwarten, davon. Ja. Wenn es das wirklich in Läufe, einfach sin Kondition. Du habe das. Also, weil das einmal Karten gebeten nehmen und Gott für uns diese Life zu geben. Und uns helfen, werde ich diesen Stopp zu merken, stoppen bleiben, einfach, dass er uns auch wissen wird, wo wir hängen können und wo wir am Beta und Däuber deinen können. Beten wir dir. Herr Jesus, wir danken dir für diese Erinnerung von dir. Dass wir bereit sind, Jünger zu merken, dass wir bereit sind, Menschen zu deinen. Und mit bedingungsloser Liebe. Und so wie wir beten, dass du in jedem einen von uns hast zu sein, wer wir kennen, ein Stopp, ob dichter nur diesen Raub zu kommen, Herr Jesus, dass wir unseren Raub beten, der Fälle kennen, Herr, habt uns zu sein, wo wir hängen können und wer wir in dieser Liebe wachsen können für dich. Wir beten dir, dass du uns diese Liebe für Menschen geben wirst. In dem Namen Jesus. Amen. Vielen Dank, Bettina, für diese Titel. Das ist ein sehr interessantes Zeugnis. Ich glaube, das haben uns wirklich mitgemerkt. Und viele von Ihnen ganz bestimmt sagen, nu, das haben wir mitgemerkt. Ja. Nu, wo ich mich durch die Kamera auch meine Gruppe unterwandern. Und möchte Ihnen auch mitmerken, dass auch für die Jahre, wenn du irgendwann eine Präsent hast, was du denkst, die machen wir uns mal an hier beim Terrain Mathe. Da hast du welches Zeugnis, was du machst mitteilen. Wir sind immer auf für Verschläge, also der Gegend sei hier bei RSSI. Sieht einfach RSSI ihre Fernnummer ab, der Webseite. Du kontaktierst mit uns und du bleibst dann in Kontakt. Also, Dankeschön für den Tipp, was du auch mit uns hier verbracht hast. Wünsche dir noch Gottes Segen. Este programa fue presentado por Inverfin.